Alf Beierle wurde am 15. Dezember 1900 in Biberach geboren, in einer Zeit der ersten Globalisierung vor dem Ersten Weltkrieg. Der 120. Geburtstag liefert denn auch den Anlass zu einer Ausstellung im Kurfürstlichen Gärtnerhaus in Bonn, die der Sammler Marcel Buzzieri mit zahlreichen Werken aus seinem Bestand ausstattet. Beierles künstlerische Ausbildung begann an der Kunstakademie in Stuttgart bei Ernst Schneider und Adolf Hölzle. 1922 zog es ihn erst nach München, dann 1926 nach Paris, an die Académie de la Grande Chaumière und nach Saint-Tropez. Zu seinem persönlichen Umfeld in dieser Zeit gehörten Persönlichkeiten wie Jean Cocteau, Giorgio de Sirocco, Le Corbusier, Matisse, Maurice Ravel, Colette oder Pablo Picasso. Die Ausstellung von Alf Beierle, 120 Jahre nach seinem Geburtstag, ist für mich eine sehr wichtige Ausstellung aus mehreren Gründen. Einmal zeigt sie auf, dass Bonn eine Kunstgeschichte von wichtigen Künstlern hat, die bis heute praktisch völlig negiert wird. Man meint immer, Bonn sei Beethoven oder Macke. Das stimmt nicht. Es gibt sehr viele, sehr gute Künstler und die müssen auch wieder in Erinnerung gerufen werden, damit man sowas wie eine kulturelle Identität auch auf dem Bereich der bildenden Künste bekommt. Und zweitens ist die Ausstellung wichtig, weil Alf Beierle nicht nur der Vater von Thomas Beierle ist, sondern ein Künstler ist, wie er selten im 20. Jahrhundert vorkommt. Er ist ein ausgesprochener Avantgardist, er sucht das Neue, das Andere, aber er hat eine unglaublich gute Ausbildung bekommen. In Stuttgart, in München. Und in München gibt es einen Hans Hoffmann, der eine Malschule hatte, der später nach Amerika ausgewandert ist und der ihm klar gemacht hat, dass man sehr vielfältig sein muss, dass man offen sein muss, dass das Leben nicht eine Einseitigkeit hat, sondern dass man als Künstler darauf reagieren muss. 1934 arbeitete Beierle als wissenschaftlicher und künstlerischer Mitarbeiter des Ethnologen Leo Frobenius an der Universität Frankfurt und heiratete 1937 die promovierte Kunsthistorikerin Elisabeth Weiß. Das Paar zog nach Berlin, bekam drei Söhne, von denen Thomas ein ebenfalls bekannter Maler wurde. Und er ist ein Pictor Doctus, wie man im 19. Jahrhundert sagt, ein unglaublich gebildeter Künstler. Selbst die erste Frau war promovierte Kunsthistorikerin. Er hat bei Wölflin in München studiert. Er hat nicht nur Akademien und Kunstgewerbeschule besucht. Er hat aber auch zweimal an Kriegen teilnehmen müssen in der Wehrmacht. Und das hat ihn auch mitgeprägt. Er ist ein sehr lebensbetonender, sehr positiver Mensch. Und das ist in unseren Zeiten so wichtig, weil wir eigentlich in der letzten Dokumenta überspitzt gelernt haben, dass Kunst immer nur noch einen Aspekt des Lebens zeigt. Und in der Dokumenta war die Kunst sozusagen der optische Beleg für die Richtigkeit einer soziokulturellen These. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer spezialisierter werden, in der der Gesamtzusammenhang verloren geht. Thomas Huber, Professor in Münster, nennt das die Vereindeutigung der Welt. Und das ist genau das, wogegen sich ein Künstler wie Alf Beierle immer gewehrt hat. Kunst muss ganz offen sein. Kunst ist wie Leben, zeitlos, sagt er. Hat auch sehr genaue, sehr präzise Texte geschrieben. Kunst ist die gestaltete Empfindung und sichtbare Ausdruck. Oder das Dargestellte zeigt das Bild des Erschaffenden, seine Auseinandersetzung mit den Dingen. Es gilt nur, diese zu entziffern. Oder ein ganz wichtiger Satz, es gibt keine alte oder neue Kunst. Es gibt nur alte oder neue Bildvorstellungen. Also frühe, alte, moderne, neue Bildvorstellungen. Und er weiß, dass auch die alte Kunst heute ihre Wirkung zeigt. Wir wissen, dass diese Bilder heute anders sind und anders wirken. Oder nochmal anders ausgedrückt, er hat sich immer geweigert, das ist auch das Erbe von Hans Hoffmann, sozusagen eine ästhetische Nische zu finden, in der man dann Zeit seines Lebens verbleibt aus finanziellen Gründen.
Er war ein sehr sozialer Mensch, hatte unglaublich viele Freunde, viele Sammler. Der Großteil seines Frühwerks ist zerstört worden durch Bombenangriffe in Berlin. Hier haben wir noch so ein altes Bild, da merkt man den französischen Einfluss. Er war ja lange in Paris, hat Toten Käufel kennengelernt, hat in der Kunstszene richtig mitgewirkt. 1966 eröffnete Beierle in Bonn ein zweites Atelier, trat 1968 der Bonner Künstlergruppe bei und war obendrein 1969 Mitbegründer der Künstlergruppe Semikolon. Zu seinen Weggefährten in Bonn gehörten Peter Wachtenberg, Christian Röder, Pitt Müller, Dirk Engelken oder Mamadou Diakaté. In Bonn heiratete Beierle seine zweite Frau, Carola Thiebing. Und es ist auch typisch, dass er sofort mit der Gründung der Gruppe Semikolon wieder das Soziale suchte, das Gemeinsame suchte, die Offenheit, aber nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger, obwohl es eine Werkstatt gab, wo man am Wochenenden an Laien, Nicht-Künstler, unterrichtete, sondern weil er der Überzeugung war, dass die Kunst eigentlich sozusagen die tragbare Position ist, mit der wir unser Leben erklären können. Interessanterweise hat er sich Zeit seines Lebens immer dagegen ausgesprochen, eine Retrospektive zu machen, wo man ihn in allen seinen Stufen, in seinen Cézannes, in seinen Marais und so weiter wiederfindet, weil er meinte, das würde man nicht verstehen. Und genau gegen diese Vereindeutigung der Welt hat er sich immer von Anfang bis Ende gewehrt.